Hör zu, ich habe einige fragwürdige Dinge getan, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich hoffe, du verstehst das. Ihr habt mich belogen. Und wie viele Lügen wurden mir vom Rat aufgetischt? Und woher wollt ihr wissen, dass ihr die ganze Wahrheit kennt? Reisen ab, sobald das königliche Bankett zu Ende ist. Und ich möchte mich von Senatorin Amidala verabschieden. Sie war eine sehr großzügige Gastgeberin. Padma hat gar nichts von einem Bankett erwähnt. Vielleicht sollte es eine Überraschung werden. Ich muss schon sagen, was die Jedi alles auf sich nehmen, ist wirklich unfassbar. Ich nehme an, der brillante Plan, Obi-Wan Kenobi zu verkleiden, war deiner? Nein, war es nicht, Sir. Man ließ mich im Dunkeln, so wie euch. Tatsächlich? Interessant. Ich ging immer davon aus, die Jedi arbeiteten gemeinsam als Team. Willkommen! Du meine Güte, eine Falle! Kanzler, geht in Deckung! Kanzler, bringt euch in Sicherheit. Gute Idee. Lass mich los. Meister Kenobi, ihr seid ein würdiger Gegner, was man von eurem jungen Lehrling leider nicht behaupten kann. Kanzler, geht es euch gut? Ja, und wieder durch den Heldenmut der Jedi. Das ist heute schon das zweite Mal. Wir sind auf Heldentaten spezialisiert, Kanzler. Solange ich lebe, wird euer Exzellenz kein Haar gekrümmt. Nun, dann wünsche ich dir ein langes und erfolgreiches Leben, Anakin. Ich wage gar nicht daran zu denken, wo die Galaxis ohne die Jedi wäre.